Und es ist wieder geschehen. Auch bei seiner sogenannten schottischen Krönung ist König Charles III. Am Mittwoch ausgebuht worden. Zwar waren auch viele Unterstützer des Monarchen und der Monarchie insgesamt vor Ort, doch die Not My King, nicht mein König-Rufe, waren auch vor der Kathedrale im schottischen Edinburgh deutlich zu hören. Mit dem Tod seiner Mutter im vergangenen September war Charles automatisch König geworden. Am 6. Mai dann wurde er gekrönt und gesalbt. Schon damals hatten die Monarchiegegner für Aufsehen gesorgt, auch weil einige von ihnen vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden. Kritiker der parlamentarischen Monarchie werfen der königlichen Familie vor, zu viele Privilegien zu genießen und den Staat zu viel Geld zu kosten. Da Charles auch König von Schottland ist, wurde dort nun eine eigene Zeremonie begangen, auch zur Krönung von Königin Camilla. Dabei wurden dem Monarchen symbolisch die Insignien seiner Macht übergeben, die schottischen Kronjuwelen, bestehend aus Krone, Staatsschwert und Zepter.